Okay. Das bringt uns was genau? Hier kommen wir jetzt weiter. Okay. Da war ein Gnom drin. Hey Gnom. Tja, der Gnom will uns nicht. Der Gnom will uns nicht weiterhelfen. Müssen wir selbst machen. Ah, der Gnom. Die ist so. Okay. Ich glaube, den müssen wir mal einfangen. Den Gnom. Fange spielen mit Gnomen. Na, dich kriege ich. Du kommst mir nicht. Na, hier geblieben. Verstecken ist sinnlos. Stehen bleiben. Widerstand ist zwecklos. So. Du kommst da hoch. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir mit den Gnomen so machen. Hast du mitgekommen? Jetzt haben wir hier schon zwei oder drei. Da haben wir drei. Kommst du auch mit? Hier, mitkommen. Alle drei. Ich sagte mitkommen. Einer kommt noch mit. Wo sind die anderen? Hier, komm. Beifuß. Beifuß. Kommst du mit? Da musst du dich tragen. So, mal schauen, wofür wir die jetzt hier verwenden können. Ah, da fange ich wieder an zu stottern. So. Tja. Kannst du auch selbst laufen? Keiner. Drei kleine Gnome hinter mir her. So, wie kommen wir hier jetzt weiter? Wie geht's jetzt hier voran? Oh wei. Ich werde zurückgeholt. Ups. Na komm rüber hier. Rüber. Sollen wir da nicht mehr rüber oder was ist los? Hops. Und hops. Hallo, bin ich hier richtig? Ja, nur du bist goldrichtig. Denno ist da. Willkommen zurück. Gut, und nun, was machen wir jetzt mit den Gnomen? Was machen wir mit uns selbst? So, hier und hier hoch. Verdammt. Ich brauche die Lore da noch irgendwie. Hochschieben können wir sie eh nicht. Wir versuchen es mal hier. Leiter hoch. Vielleicht finden wir da noch was Nützliches. Da können wir die Nummer nicht hinfolgen, aber vielleicht gibt es trotzdem was Tolles. Mhm. Hier haben wir potenziell eine
Luke, die wir durch können. Aha, das scheint nur ein Geheimraum zu sein. Dann drücken wir mal den Knopf hier, den wir nicht sehen. Oi. Wenn das mal nicht den Metzger gehört, den Fleischer. Duster. Und nun haben wir hier den Geheimraum gesehen. Vier Zuschauer, wer ist denn alles da? Midas meldet sich. Wenn das russisch ist, heißt das Rsch. Wenn es deutsch ist, heißt das Pf. Und das sieht nicht nach einem P, nach einem W aus. Sieht nach einem russischen Sch aus. Rsch. Hey Midas. Willkommen im Stream. Vielleicht können wir da irgendwie hoch. Ich glaube nicht dran. Ist viel zu hoch. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hier irgendwie sterben. Ein lächelndes Smiley von Midas. Vielleicht können wir uns irgendwie an den Seilen festhängen. Oh, wir haben ein Gnom. Wie bist denn du hier hochgekommen? Vielleicht kann ich dich werfen. Okay. Das Team ist ja richtig überfüllt heute. Och, du hättest mal hier. Edna bricht aus, da hat man meinen Stream. Da hat man meinen Stream mit neuen Zuschauern, mit neuen. Da war der Chat richtig extrem voll. Für meine Verhältnisse, das war wirklich. Neuen Zuschauer hier, das war also. Extremsituation. Ja, eine Extremsituation ist das jetzt auch, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, wie ich weiterkomme. Vielleicht irgendwie darüber. Ich habe gerade irgendwie, ja. Keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich sterb hier nur ein bisschen. Danke für die zwei Daumen. Dem Stream. Zwei Däumchen. Nach oben zwei Nakes. Aber wahrscheinlich an dich nur. Und an Midas. Midas, das klingt auch dann am. Ist das ein Nickname? Ansonsten ist das ein. Das klingt nach einem litauischen Vornamen. Baltisch, Weißrussisch. Irgendwas so in dem Gebiet. Litauisch. Ich würde auf Litauisch tippen. Wenn es ein Vorname wäre. Midas klingt litauisch. Okay, der kommt nicht bis rüber. Aber ich komme runter und er. Verdammt. Midas gibt es in Fortnite, deswegen wahrscheinlich der Name. Ah, okay. Gut, Fortnite, damit kenne ich mich nicht aus. Da bin ich leider komplett raus. In Sachen Fortnite. Ich habe mal einen Netztest dazu gemacht. Da gibt es ein Netztest-Video von mir zu Fortnite, aber. Ansonsten. War ich nie so wirklich der große Fan. Oh, in die Glasscherben gesprungen. Ja, wie kommt man jetzt hier weiter?
würde sagen, am ehesten nach links hier. Aber da sehe ich, da blicke ich es noch nicht, wie hier, wo es hier weitergeht. Ich kann mal dichter dran werfen, vielleicht können wir einen Gnomen. Nicht? Ein Gnomen hier rüber werfen, dass er sich daran festhält. Und wofür muss die Kohle ja gut gewesen sein, dass wir hier die Maschine angeschmissen haben. Den hochheben. Können wir das gerade mal machen? Scheinbar nicht. Puh. Dann nehme ich einen anderen Gnomen. Ich werf den. Ich kann ihn nicht mehr greifen. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ich kann ihn nur irgendwie darüber werfen. Die andere Seite. Aber was bringt's mir? Welche im Kohlebecken. Nach dem Stream gucke ich mir das letzte Test auf jeden Fall an. Kannst du auch sein lassen. Ja. War jetzt nicht so genial. Habe ich einfach nur gemacht, um es mal gemacht zu haben. Und es einfach mal, um es abgearbeitet zu haben, damit es nicht mehr Thema sein muss auf dem. Damit, wenn jemand sagt, spielt mir Fortnite, damit ich dann sagen kann, ja. Damit ich dann den Mittelfinger ausstrecken kann und sagen kann, hier, hast du, letztes habe ich gespielt. Mehr muss dann nicht. Reichte mir dann auch das letztes. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier haben wir mehr Kohle. Was machen wir jetzt hier? Es ist mir ein Rätsel. Den Schalter haben wir schon betätigt. Daraufhin fing dieses Ding zu laufen an. Hier hast du den letzten Test. Ja. Ach, ja, was soll ich? Was soll ich zu Fortnite sagen? Ich sag mal ganz diplomatisch, ist nicht mein Lieblingsspiel. Ganz diplomatisch. Ich habe da so meine Meinung dazu, aber ich will jetzt hier kein verkraulen, will jetzt hier nicht Minas verkraulen. Es ist so ein bisschen, ja, diplomatisch gesagt, ist nicht mein Lieblingsspiel. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Fortnite nicht. Ich verstehe auch generell solche, die ganzen Sachen hier. Wenn ich die Battlespiele hier, Overwatch, kann ich genauso wenig verstehen. Das ist genauso wenig meins. Jetzt werdet ihr mich hauen, dass ich Overwatch mit Fortnite in einem Satz genannt habe. Aber ist genauso wenig für mich. Ist für mich eigentlich Banane, ob jetzt Fortnite oder Overwatch. Ist beides nicht so. Ist beides. Ist wahrscheinlich nicht mal dasselbe Franchise. Franchise sowieso nicht, aber nicht mal dasselbe Genre. Okay, hier kam man runtergerutscht. Ich blick's gar nicht, wo wir hier weiter können. Wahrscheinlich ist alles offensichtlich. Das ist das Offensichtlichste der Welt überhaupt.
Wie wir hier jetzt weiterkommen. Weil ich blick's gerade wirklich nicht. Versuch's gerade hier mal mit der Lore. Vielleicht können wir die Lore neu einhaken. Die haben wir erstmal ausgehakt. Wofür weiß ich auch nicht. Ach ja, um sie hier durchzuschieben.